So Freunde, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Fahrvideo mit der dicken Monika. Erstmal Aggregat starten, alles weitere gleich, warte mal. Bisschen mit Choke laufen lassen hier, ist noch früh am Morgen. Ist noch ein bisschen rumpelig. Oh. Schmeckt ihr hier alles ja nicht? Oh. Warte mal, muss ich ganz kurz hier mal konzentrieren. Geht gleich los für euch. Boah, die Räucher wie ein Schlot hin, guck mal. Boah, die hat gar keinen Bock. Die hat gar keinen Bock gerade. Macht er denn jetzt hier? Ja, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Fahrvideo hier auf dem Kanal. Mit Charlie und mir. Charlie wieder als Fahrzeug voraus. Ich weiß, ihr habt ja diese seitliche Perspektive beim Fahrvideo. Ich weiß, das mögen einige von euch nicht. Ich werde mir bald was einfallen lassen, dass wir das ändern können. Ich bin jetzt ja schon am Überlegen, wie wir die Kamera hier anders befestigen. Dann habt ihr nicht mal diesen hässlichen seitlichen Winkel. Aber ihr habt das Video ja trotzdem bis jetzt immer geguckt, die Fahrvideos. Vielleicht stört es euch da noch nicht ganz so, ich weiß es nicht. So, jetzt hat sich Monika ein bisschen beruhigt. Ja, was steht heute an? Wir fahren jetzt zum. Ja, sag an. Zum Wartburg-Treffen nach Zossen. Das ist jetzt, weiß ich nicht, 7:30 oder 7:40 ungefähr. Auf Samstag, weil Charlie schon wieder aufgeregt ist. Ja, fahren da zum Wartburg-Treffen. Und da ist auch wieder Teilemarkt. Also da in Zossen, wie gesagt. Da ist auch Teilemarkt und Treffen nachher. In einem quasi. Ich werde aber da heute kein Video zu machen, weil wir hatten ja jetzt erst Teilemarkt in Zossen. Das kennt ihr ja jetzt alle, sage ich mal. Da hat mich das wieder schon wieder ein Video zu machen müssen. Ja, das zum einen. Auch fahrzeugmäßig haben wir jetzt im Finofot und auch bei dem anderen Treffen davor, den Namen vergessen. Da haben wir ja jetzt auch genug gesehen schon an Oldtimern und sowas. Ich will euch jetzt nicht nur mit so einem Videos vollschütten. Ja, deswegen ja, dachte ich mir, wir machen ein Fahrvideo dahin. Ich werde aber nichts filmen, wie gesagt, wir werden nachher bloß mal unsere Ausbeuten vielleicht mal zeigen. Und dann anschließend fahren wir zu Charlie. Wir werden hier an Monika noch den Vorschalldämpfer tauschen. In der Hoffnung, die ist dann nicht mehr ganz so laut. Weil die blökt ein Jahr an hier drin, ist ja unglaublich. Ja, das wollen wir dann noch schnell machen. Und dann wollen wir mal ein Video machen hier zu Monika, was Charlie alles getüdelt hat an dem Auto. Er hat sich zumindest vorne im Motorraum einiges geändert. Wir hatten auch kurzzeitig mal wieder eine Tankanzeige gehabt. Weil der Tankgeber, glaube ich, kaputt war, der vorherige, der hier drin war. Hat er dann einen neuen gekauft bei Ostmobile Shop, glaube ich heißen die oder irgendwie sowas. Und ja, inzwischen ist die Tankanzeige wieder kaputt. Wir vermuten aber dieses Mal, dass die Nadel abgefallen ist. Also weil hier tut sich einfach gar nichts mehr. Die schlägt auch nicht mehr aus, wenn du Zündung an- und ausmacht. Sie liegt hier einfach, quasi wenn der voll anzeigen würde, liegt die hier halt einfach. In der Ecke sozusagen, unten rechts. Und die zuckt auch nicht mehr. Bei dem alten Tankgeber hat die immer noch so ein bisschen rumgezuckt oder irgendwas, aber die macht jetzt hier überhaupt gar nichts mehr. Und das ist schon irgendwie ein bisschen verdächtig. Wenn man, man kann es auch schlecht erkennen, aber wenn man von oben so ein bisschen da reinguckt, sieht es halt tatsächlich wirklich so aus, als wenn die abgefallen ist. Ja, und jetzt einfach nur da drinnen liegt. Weil das ist halt eine alte Karre, wenn es immer noch der erste Tacho ist, weil die ersten Tacho-Einheiten, dann sei es ihm gegönnt, dass das passiert ist. Charlie meint, das kriegt man wieder hin, muss man ausbauen. Dann kann man die aber wieder raufklipsen oder irgendwas. Naja, wenn nicht, dann machen wir das. Und dann funktioniert das hoffentlich wieder. Ich habe gestern nämlich schon wieder extrem schlechte Laune gehabt, wo ich das gesehen habe. Glaubt ihr gar nicht. Weil er hat ungefähr genau 50 Kilometer gehalten und dann ist es wieder halt abgefallen. Ne? Und das macht halt dann keinen Spaß. Wenn du da sowas reparierst und dann ist halt gleich wieder vorbei.
so ist halt, wie gesagt, der Tagesplan. Da muss ich aber beeilen hier. Alter Charlie mit seinem Wartburg, damit sein 45 PS, ihr habt es auf Video, erstmal fast einen Crash verursacht hier. Aber wir können den Dulli hier gleich den Berg öfter überholen. Denn wir haben ein bisschen mehr Power als Charlie, wir haben 50 PS, wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Motor ist, naja, fast warm, würde ich sagen, muss reichen dafür. Aber wenn der da vorbei ist, gebe ich mal Kenne. Die schleichen hier auch alle rum, es ist unglaublich. Warte, 3, 2, 1 und Feuer. Überholmanöver mit drauf. Also eine Roller-Gulki habe ich gar keinen Bock drauf. Charlie ist schon wieder aufgeregt. Das ging schon wieder alles nicht schnell genug. Ja, du bist immer so spät, du musst immer so lange schlafen am Wochenende. Alter, ich bin die ganze Woche arbeiten und da habe ich keinen Bock. Seitdem ich ihn kenne, Alter, seit 5 oder 6 Wochen, jedes Wochenende muss ich wegen ihm um 6 aufstehen, obwohl ich das die ganze Woche schon tue, und um mit ihm irgendeinen Scheiß hinzufahren. Ich bin auch ehrlicherweise diesmal nur mit dabei, weil wir für Hannelore, der es noch nicht weiß, ich habe mir einen Wartburg 353 gekauft. Wir brauchen für Hannelore noch ein paar Teile. Und ich erhoffe mir, dass wir die dort günstig vielleicht schießen und finden. Und auch nur deswegen komme ich mit. Ansonsten wäre ich auch zu Hause geblieben. Naja. Manchmal muss man halt in den sauren Apfel beißen. Naja, gut. Die Teile, wie gesagt, die holen wir dann da heute. Hoffentlich finden wir da alles. Wir brauchen dafür Luftfilter noch ein bisschen was. Damit das da richtig funktioniert. Weil bei Hannelore ist so ein Sportluftfilter aktuell noch drauf. Das hört sich ein bisschen hässlich alles an. Das muss ja nicht sein. Ich habe noch nie so einen Wartburg mit einem Sport, also mit Luft, mit so einem Sportluftfilter gehört. Das ist richtig schrecklich. Also wie gesagt, wir machen ja noch beide noch ein Video dazu. Zu Hannelore, da stellen wir die mal vor. Mit allen Macken, Ecken und Kanten und Mängel und das sind Rost und habt da nicht gesehen. Und dann reißen wir die Karre mal mit diesem hässlichen Sportluftfilter da mal an, dann könnt ihr euch das mal anhören. Und dann wollen wir noch ein kleines Anhängsel an das Video machen, wir werden noch mal schnell gucken, dass wir da mal noch schnell dieses Luftfiltersystem überholen. Vielleicht können wir das noch im Video machen, sollte ja nicht so lange dauern, weil eigentlich ja nur auf dem Vergaser den neuen Topfruf stecken. Ja, und quasi, weil da ist von einem Barkas also da ist ein BVF-Vergaser, kein G-Kopf-Vergaser drin. Und auf diesem BVF-Vergaser ist aber so ein dieser Luftfilterkasten echtes Mal von einem Barkas drauf. Das nützt ja mal gar nichts an der Stelle. Und ja, den wollen wir schnell mal tauschen. Da fehlt so ein Schlauch, so ein Luftschlauch. Den noch rangetüdelt. Und dann wollen wir mal gucken, wie die Karre dann läuft. Dass wir mal das Auto mal mit richtigem Motorsound mal hören und nicht mit diesem hässlichen Sportluftfilter-Gequäke da. Da kannst du ja dem armen Wartburg nicht antun. Das ist ja eine Katastrophe. Ja, so ist heute der Tagesplan. Wie gesagt, Treffen heute mal nicht gefilmt. Aber ich glaube, hier in 2 Wochen schon wieder irgendein Treffen, Altucheband oder so. Das soll wohl auch ein relativ großes Treffen sein. Da werden wir dann wieder filmen. Aber dann habt ihr mal jetzt mal zwischendurch mal ein paar andere Videos und nicht immer nur Treffen. Ja, so war zumindest erstmal mein Plan. Müsste man ja rein in der Theorie auch schon fast da sein eigentlich. Weit dürfte es nicht mehr sein. So, hier krausen sie wieder rum alle. Oh Mann ey. So macht Autofahren auf der Landstraße keinen Spaß, wenn du so ein Kraucheräugen da vor dir hast. Obwohl hier 80 ist, fährt er hier 50. Geil, das macht Laune. Gut, also wieder eine Baustelle, halt mehr an Monika. Wir dachten, okay, Tankanzeige ist jetzt repariert, super, funktioniert jetzt alles. Und dann fällt aller Voraussicht nach da die Nadel ab, toll. Warum vermute ich das, wie gesagt, weil der Tankgeber, der neue, hat ja bis ich tanken gefahren bin, gestern noch einwandfrei funktioniert. Und wie gesagt, auf einmal... Hallo? Alter, ach, war im Leerlauf, upsi. Ich dachte schon was mit meiner Kupplung, aber ich fahre nur Leerlauf geschaltet. wie gesagt, der Tankgeber hatte ja noch funktioniert, bis ich tanken gefahren bin. Und auf einmal wollte der ausschlagen und einmal ist die Nadel bis ganz nach rechts geflogen oder war vorbei. Also wie gesagt, ich könnte mir da
erklären, dass die da abgefallen ist oder irgendwas, keine Ahnung. Und es sieht danach, wenn man von oben, wie gesagt, so reinguckt, danach aus. Naja, kriegen wir schon wieder, jetzt werde ich hoffentlich hingetüdelt. Ansonsten muss ich mir halt da die 150 Euro ans Bein binden und halt eine neue Kombi-Instrument kaufen. Was eigentlich schade wäre, weil es ist noch im relativ guten Zustand, erstaunlicherweise. Im Gegensatz zu dem Tacho. Mann, und fahr doch mal, was ist denn das hier? Was fährt denn der hier mit 50, Alter? Meine Güte. Ja, auf jeden Fall Wetter schön heute, ne? Schön sonnig, soll auch schön warm werden. Ich wollte gerade sagen 23 Grad meine ich. Und ja, das ist der Chick heute. So, sind wir auch schon in Zossen. Würde ich echt gerne mal ein Fahrvideo bieten, wo ich mal nicht meckern muss, weil irgendwelche Leute hier rumschleichen immer. Und man sich denkt, Alter, fahr doch mal. Gut, jetzt hier innerorts ist es ja okay mit 50, da will ich gar nicht meckern. Meine Haarfrisur sieht auch aus heute, ne? Ich habe das heute gar nicht hingekriegt. Katastrophe! Ich weiß, interessiert keinen von euch, aber Katastrophe. Dieser Typ, Alter. Ich habe keinen Bock mehr auf den. Der geht mir hier so auf den Senkel. Alter. Warte mal. Ich bin ja fast schon den zweiten Gang geschalten wegen dem, ey. Ich kann kaum noch im dritten hier fahren, ey. Diese dumme Krauke da. Kannst du auch nicht überholen, weil hier so ein Bergabkurve ist. Wisst ihr nicht, was da kommt? Albengrütze hier, ey. Seht ihr, Charlie ist auch schon unruhig. Die geht es ja auch tierisch auf den Sack. Also ich bin nicht der Einzige, der diesmal genervt ist davon. Aber was willst du jetzt machen? Ist auf jeden Fall eine ganz schlechte Stelle zum Überholen. Was das hier soll, warum der hier 30 fährt. Da war ein 50er Schild, der fährt 30. Kein Schwein weiß, was das soll. Oh, Charlie setzt ein Überholmanöver an. Oder auch nicht. Mann, ey, was fährt der denn da zusammen? Das ist unglaublich. Ey, der biegt jetzt hier auch links ab, dann kriege ich die Krise. Alter. Ich glaube, der sitzt das erste Mal so ein Transporter, noch nicht mal das erste Mal so ein Transporter. Ich verstehe das erste Mal Auto. Gefühlt macht der Fahrschule oder irgendwas da. Oh, ein Glück, er verpisst sich. Super. Ey, unglaublich. Oh, jetzt fahre ich hier im dritten Gang. Das ist ein bisschen eventuell viel für Monika, wobei sie macht es ganz gut mit. Oh, warte mal. Zweiter Gang war. Nee, das war der erste, hier ist der zweite. Das Gefühl, dass eventuell die Kupplung hier rutscht in Monika. Weil ich glaube, ich habe die Kupplung immer zu schnell losgelassen. Also vielleicht ist sie schon so langsam an der Verschleißgrenze, aber noch nicht so schlimm, wie ich dachte. Weil manchmal rutscht sie doch ein bisschen dann durch. Aber nicht mehr so schlimm wie gestern. Ich glaube, ich hatte gestern, weil ich ein bisschen aggro gestern war, die immer zu schnell losgelassen. Naja, mal gucken. Weiterfahren und beobachten heißt es erstmal. Ist hier aber auch ein Geschleiche. Wir fahren ja von ein bisschen. Wobei, nee, wir fahren ja ein bisschen über 50, ist okay. Schneller als der andere Typ da auf jeden Fall vorher. Aber ihr seht, Charlie ist ja aufgeregt, er will den besten Parkplatz haben. Ja, denkt, es ist jetzt schon rappelvoll da. Ich meine, ich glaube ihm das. Wahrscheinlich wird das auch so sein. Ich denke mal, der Großteil der Menschen, der wird erst nachher irgendwann kommen. So zwischen 9 und 10 Uhr habe ich ihm auch gesagt. Übrigens, gestern war ich noch mal Monika waschen, denn die glänzt wie eine Speckschwarte gerade. Mit dem Handtuch gestern mal trocken gerubbelt die Karre. Glänzt wie sonst was. Oh, ey. Glänzt wie sonst was das Auto. Oh, ey,
diese Tempo 30 hier überall. Ich glaube, ich muss das Fahrvideo ein bisschen schneiden. Eventuell mal schauen. Oh, ach, das Blitzer. Moin! Ich muss doch nicht schneiden. Da wäre ich ja jetzt voll durchgehämmert durch das Ding ansonsten. Ha! Der kennt sich da wohl aus vorne. So, jetzt geht es mal ein bisschen zügiger hier voran. Sehr schön, ich bin begeistert. Da irgendwas hinter der Kamera, keine Ahnung, was da los ist. Das ist einfach mal geschehen jetzt. So, wenn ich mir das hier richtig angucke, sind wir jetzt auch gleich da. Ich glaube, jetzt hier bei der Ampel müssen wir jetzt abbiegen gleich. Sind wir denen da vorne auch los und sind dann quasi da. Monika hat jetzt übrigens so etwas wie Standgas, zumindest jetzt Großteil. Manchmal bockt es auch noch ein bisschen rum. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es jetzt endlich mal. Fahre doch. Was macht er denn? Oh, ich hab's geschafft. Katastrophe. Was sagt die Aufnahmezeit? Ich kann es nicht richtig erkennen und habe dann etwas kürzeres Video. Ist das hier mal für zwischendurch mal geschmissen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich finde das jetzt heute mal nicht. Aber ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr mehr so eine Teilemarkt-Videos haben? Oder sagt ihr, nee, oh, ich habe die Vorfahrt genommen. Oder sagt ihr, nee, das ist mir zu langweilig. Oder wollt ihr mehr so eine Videos von so einem Treffen hier haben? Oder sagt ihr da auch, nee, das ist mir zu langweilig. Mach mal da nicht zu viel von. Ist gut, dass du das mal nicht gefilmt hast. Dass ich da mal einen Überblick von euch kriege. Ich kann es nicht einschätzen. So, bin ich ja jetzt mal gespannt, wo wir gleich parken dürfen. Also ich sehe noch keinen Wartburg weit und breit, weil wie gesagt, er war schon so aufgeregt. Da sind so viele, da kriegen wir keinen Stellplatz. Also ich sehe nicht ein Auto bis jetzt. Also alles relativ entspannt noch. Da müssen wir am Wald parken und was er da schon für Sachen erzählt hat. Oh, ist Mirko ein Vieh ins Auge geflogen. Was ist denn das? Kenn ich den? Ach, das ist Mirko. Mahlzeit Mirko. Charlie, alles voll hier mit Parkplätze. So, warte mal, mach mal. Also wir sind jetzt theoretisch da. Keine Ahnung. Aber die anderen stehen ja da auch, oder? Wir müssen ja auch irgendwo stehen. Gut, Freunde, das soll dann erstmal gewesen sein mit dem Fahrvideo. Wir sehen uns dann wieder nachher auf der Rückfahrt. Und dann, ja, wir parken noch zusammen ein. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, nachher auf der Rückfahrt wieder. Und dann können wir euch auch mal dann noch vielleicht dann zeigen, was wir hier so ergattert haben oder auch nicht. Und mich ärgert übelst meine Raffel, so, die sitzt einfach heute gar nicht. Und mit dieser herben Enttäuschung, wie gesagt, und Charlie seinen verzweifelten Einpark versuchen, verabschiede ich mich jetzt einfach mal. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Ah, wobei, warte, wir nehmen es noch mit. Thank you.
haben wir. Ciao.